So eine farbenprächtige Wespe. Metallisch schimmernd, grün, blau, rot. Wunderschön, he? Genau, die gemeine Goldwespe. Und sie ist wirklich gemein. Warum? Sie ist ein Parasit von verschiedenen Wildbienen. Und was macht sie da? Sie frisst sie? Sie legt ihre Eier in die Nester von diesen Bienen. Und die Larven, die fressen dann die kleinen Bienen auf und auch ihre Nahrung. Wirklich gemein, ja? Ja, sie ist wirklich gemein. So schön, wie sie ist. Ja. Aber wir haben sie recht selten gesehen bei uns. Ja, also. Wirklich nicht oft, ja. Aber sie ist eine kleine, sie ist nur etwa, es ist eine große Spanne, 4 bis 13 Millimeter, die sie angeben. Man ist sich nicht einig. Nein. Unsere hier, die war vielleicht so 7, hä? So etwas. 6, 7 Millimeter. Ja. Das war eine Spinne, nur ein Gastvortrag. Genau. Und hier eine abgefackelte... Ein Schmetterling? Nein. Er gehört zu den Schmetterlingen. Die Federmotte. Ist nicht besonders feiss, dick. Sie sagen, das sei ein Schmetterling. Ja. Und es gibt weltweit über 1000 Arten davon. Von so schmalen Dingen? Ja. In Kreuzform. Ja, und ich habe nicht gewagt, so etwas zu bestimmen. Naja, das ist natürlich auch schwierig. Ja, und sie sind eigentlich nacht- und dämmerungsaktiv. Deshalb haben wir sie nur so herumhängend angetroffen. Ja, ja, während des Tages hängen sie an den Blättern. Ja. So. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt fliegen können. Ja. Man sagt ihnen auch Federgeisterchen. Hm. Weil wahrscheinlich die Flügel so federig sind. Ja. Ja, sie haben schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Federn. Ja. Da braucht es aber viel Fantasie. Ja, ja, das ist so. Ein lustiger Hinterkörper, he? Ja. So birnenförmig irgendwie. Ja, ja. So, und jetzt sind wir bei unserem Start des heutigen Tages. Genau, ein ganz langer Film. Ja, und das ist das Baby davon. Ja. Der Jüngste aus dem ganzen Lager. Was ich gesehen habe, ja. Mhm. Die Lederwanze. Ja, frisch geschlüpft nehme ich an, das ist, die waren wirklich sehr klein. Das ja, sind sie, so ja. 3-4 Millimeter, irgendwie so etwas. Ja, sie waren wirklich ohne klein. Ohne Fühler. Aber das Schlüpfen haben wir leider nicht gesehen. Ja. Sieht irgendwie frech aus, das Rot, Schwarz. Ja, und immer die verschiedenen Farben. Ja. Hier ist sie schon etwas älter, he? Ja. Also die Farben verliert sie oder sie wechselt sie dann? Ja, sie sagen, es gibt 5 Larvenstadien. Ja, und wir haben erstaunlicherweise 6 wir gefunden. Genau. Also irgendwo konnten wir eine Zuordnung nicht richtig machen. Ja, das war schwierig. Ja. Das wäre dann das zweite, auch hier verschiedene Farben. Ich nehme an, das hängt mit der Entwicklung zusammen. Mit der Häutung, ja. Mit der Häutung und der Sonneneinstrahlung. Sie bräunen nach. Ja, ja. Aber da sieht man schon, dass es ein bisschen ledrig wird. Ja. Davon hat sie den Namen. Mhm. Schrumpelig. Ah, das ist schon etwas glatter.
Ja, und dunkler. Dunkler, schon etwas ausgeprägter die Form. Mir gefallen diese verschiedenen Braun. Ja, sie sind noch hübsch. Ja, es ist so braun-gelb. Eine schöne Farbkombination. Und die Fühler, die sind irgendwie immer etwa ähnlich. Sie twerkelt schon ein wenig. Genau. Also das im vierten Stadium sind sie schon in der Pubertät oder so, nehme ich an. Also sie sind weit verbreitet, diese Wanzen. Von Europa bis Sibirien. Und häufig. Also, ja, wir finden sie überall. Genau, ja. Sträucher und Waldränder und Wiesen. Ja, wirklich überall fast. Auf Blumen und Beeren und was, sie fressen alles, oder? Ja, ja, sie fressen fast alles. Sie haben natürlich auch gerne Beeren, ja, haben sie fast am Himbeer, liebsten. Himbeer, Brombeer. Genau. Hier hat sie eine unreife Frucht. Gut, sie ist auch noch nicht erwachsen, oder? Nein. Das ist jetzt unser sechstes Stadium. Ja. Das ist vielleicht das letzte, vielleicht wächst sie jetzt nur noch. Nein, ich glaube nicht. Es gibt noch eine Häutung. Sie sieht noch nicht richtig wie eine Lederwanze aus. Aber sie kann schon gut anstechen. Ja. Auch unreife Früchte, was eigentlich erstaunt. Oder sind die reif? Was ist das für eine Frucht? Ich weiß es nicht, ob es eine Himbeere ist oder eine Brombeere, aber ich denke, es ist nicht reif. Nein. So, und das ist dann die Erwachsene. He? Genau. Und es ist, ich glaube, es ist eine der größten bei uns hier in Europa. 3-4 Meter oder so? Ja, bis 15 Millimeter kann sie werden. Ja, doch. Und sie kann eigentlich fliegen, aber sie macht das nicht gerne. Ja, es ist so schwerfällig. Schau mal das schöne Muster hinten. Sehr schön, ja. Da. Die Beere ist schon etwas reifer. Sie hat übrigens auch eine Stinkdrüse, wo sie sich wehren kann. Hast du gesehen? Der Saft hinten kommt auch rot heraus. Also. Genau. Das ist eine der dümmeren, denke ich. Nebenan eine reife Frucht und hier nimmt sie die saure. Ja. Vielleicht braucht sie Magensäure. Vielleicht. Ja, die ist die cleverer. Hat, die hat es, ja, die hat es erfasst. Das andere war vielleicht ein Mensch. Denkst du? Ja. Man kann sie nicht unterscheiden, schau mal. Ja. Nein, ich dachte, weil das Weibchen braucht mehr Kalorien. Wahrscheinlich, ja. Zum Eierlegen und dem Männchen ist es egal, oder? Ob es sauer ist oder nicht. Hauptsache, es gibt was. Ich habe auch gelesen, dass die Männchen die Weibchen anlocken mit einem summenden Geräusch. Das haben wir nie gehört. Aber hier ist links das Weibchen, die Dame, und rechts, man glaubt es kaum, von der einen zur anderen. He? Ja. Also, hemmungslos. Sie sind nicht wählerisch. Hallo Dame, willst du Sex? Ich bin in Fahrt. Kaum zu bremsen. Genau. Ja, das war's. Bis später. Bis dann.